Kopf oder viel Erfolg. Ja, hier ist eine Nebelwand. Und hinter dieser Nebelwand wäre ein Boss. Zu diesem Boss können wir sogar Lukatil rufen. Aber dieser Boss hier ist viel zu schwer für uns noch. Das weiß ich aus Erfahrung. Der Boss ist nämlich eher optional. Und ziemlich stark. Den sollten wir vielleicht später machen. Auf jeden Fall später machen. Vielleicht, wenn wir so das übernächste Urfeuer entzündet haben, komme ich nochmal zurück und versuche den Boss zu machen. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Mein Speer sieht schon ziemlich angeschlagen aus. Hat noch 10 Haltbarkeit. Das dürfte vielleicht gerade noch so für die Gegner hier reichen. Also ihn hier drüben und da oben steht keiner mehr. Oder ist er gerade noch nicht sichtbar? So, jetzt erstmal dich loswerden. So. Wow. Stimmt, da war ja was. Der Typ nämlich kann da die Pfeiler zersäbeln. Und uns damit töten. So. Aber zum Glück kann er sie nur einmal zersäbeln. Das heißt, sie bleiben kaputt. So, hier spawnt kein Phantom mehr. Das heißt, wir kümmern uns mal um die Jungs hier. So, zum Glück kann ich das Schild schnell genug hochnehmen. Hallo. Au, jetzt werde ich auch noch beballert hier. So, weg mit dir. Jetzt muss ich den Ballermann da oben töten. Ah, er ist runtergefallen. Und er zieht sein Schwert. Wow, da habe ich mein Schild jetzt nicht schnell genug hochgekriegt. Da auch nicht. Da hat er mich nämlich gut getrollt, wo ich gerade einen Execute machen wollte und in der Execute-Animation festhing. So, okay. Ja gut, wenn wir gerade bei Megavolt sind, kann ich euch das mal kurz zeigen. Hier können wir räuchern. Und hier haben wir jetzt unsere Zauber und sehen zum Beispiel, der Blitzspeer braucht 22 Wille. Wir haben nur 15. Wir könnten ihn jetzt auf 21 Wille runter skalieren, wenn wir ein Skeptiker-Gewürz im Inventar hätten. Also bei... Also um die Willensanforderung von dem Gegenstand zu senken, brauchen wir ein Skeptiker-Gewürz. Um die Int-Anforderung von dem Gegenstand zu senken, ein Einfallspinsel-Gewürz. Haben wir beides in unsere Lagerkiste geschickt. So, weg mit dir. Was man gut machen kann, der ist Seelenfarmen. Was man aber auch gut machen kann, hier ist Sterben. So, wieder vorsichtig sein. Auf. Da hätte ich noch ein bisschen weiter weggehen müssen. Na, das hat nicht gerade viel geschadet. Oh, da kommt schon der nächste. Bro. Der jetzt auf die Nase will.
Ah. So. Heilen. Heilen ist nie verkehrt. Am besten hochheilen. So, dankeschön. Den da ignorieren. Wir wollen nämlich eigentlich an den da ran. Der gar nicht mitgekriegt hat, dass wir hier runtergesprungen sind. So. Dann gehen wir erstmal hier unten runter. Und nein, sie sind doch wieder heile, die explodierenden Dinger. Ja. So, jetzt zieht er sein Schwert. Schlägt einmal zu und wir können ihn töten. So. Von hier aus können wir wieder da drauf. Jetzt will ich nur den Bogenschützen loswerden. Na, es kommt sein anderer Freund erstmal. Der will erstmal was auf die Nase. Ja, da war das Schild zum Glück schnell genug wieder oben. Mal gucken, wir haben schon wieder 10.000 Seelen zusammengesammelt. Au. So. Ein Treffer. Schießt du nochmal? Dann ist der auch weg. Was droppst du? Rittergamaschen. Jo. Gut, jetzt können wir den regulären Weg hier durchnehmen. Batzing. Können hier hochgehen und uns unsere Seelen wiederholen. Na, komm ruhig her. So. Das könnte ins Auge gehen. Hat aber gerade noch so geklappt. Gut, noch einmal heilen und dann klettern wir jetzt dann gleich da hoch. Jetzt sammeln wir erstmal das Zeug hier auf. Na, hier steht wirklich keiner mehr. Sondern hier. So, der da hinten, ein alter Bekannter von uns, der schlägt jetzt hier uns den Weg weg und bringt sich einfach mal selber um. Ja, an dieser Stelle hier, weil wir die Jungs ja gesehen haben jetzt, also einen von ihnen, wechsle ich auf meinen normalen Speer zurück. Spring hier rüber. Hoffbar, dass er tot bleibt. So, und jetzt muss ich hier erstmal dich loswerden. Und ihr seht, die halten schon mal viel mehr aus, dadurch, dass ich den Speer gewechselt habe. Also sie nehmen weniger Schaden. So, dich tunk ich mal. In Lava ein. Ah, hi. Wieder hoch mit dir. Du störst nämlich nur. So, ab hier wird's spannender. Das hat leider nicht geklappt. Vielleicht klappt es ja hier. So. Genau, dass der einen Abflug macht.
So, ich trinke jetzt sicherheitshalber noch mal einen. Achso, der schießt von da oben auf uns runter. Miese Masche, ganz miese Masche. Und hier müssen wir aufpassen. Hier sind nämlich auch Bodenplatten, mit denen wir Lava auslösen. Ah. Und das dauerhaft. Oh. Na, was mache ich hier gerade? Irgendwie fühle ich mich gerade selber ein bisschen doof. Allein schon wegen dir da oben. Erstmal will ich dich loswerden. Du nervst nämlich ziemlich rum. Das ist jetzt auch nervig. Das ist jetzt richtig, richtig nervig. Wenigstens nehmen die Jungs Schaden. Au. Ich nehme allerdings auch Schaden. Jetzt ist sogar der Ritter da hinten. Und schießt mir den Rücken. Das nenne ich jetzt meine richtige Doom-Kombo. Gib mir bitte meinen Heidespeer zurück. Okay, er hat sich zurückgezogen. Fürs Erste. Weißt du was? Du, dann nervst mich tierisch. Jetzt habe ich keine... Ich habe schon wieder vergessen, Pfeile zu kaufen. Das kann ja echt nicht angehen. Und das hätte mich töten können, wenn ich zu weit hinten gestanden wäre. Ei, Fleischklops. Oder Eisenklops, besser gesagt. Oh. Du nimmst auch so gut Schaden. Naja gut, du trägst eine dicke Eisenrüstung, die leitet. Der da hinten ist eine ziemlich leichte Beute. Aber bevor ich an den da hinten ran will, erst einmal an den da ran. Der ist nämlich gerade ein bisschen lustlos. So. Und ja, hier unten ist wieder Feuer und Truhe und sonstiges Zeug. Also etwas, woran, wo wir noch nicht rankommen. Jedenfalls jetzt noch nicht. Was mache ich jetzt als Nächstes? Eigentlich sollte ich ja erst einmal weitergehen. Dich in deinen Tod stürzen? Und irgendwie dich loswerden, wo du mir nicht ganz so gefährlich sein kannst. Genau, tu mir den Gefallen, fall einfach in die Lava. Da drüben ist noch so ein Hulk-Monster. So, ich räume mich mal hier vorbei. Und ach ja. Ach ja, das könnte jetzt übelst böse werden. Da hinten ist eine Nebelwand. Ich habe nämlich keine Lust, den ganzen Weg nochmal zu gehen. Also machen wir es so.
machen wir es so, dass wir erstmal den hier anlocken. Genau, in dem Feuer verbrennen lassen. Das ist die beste Taktik bei dem hier.